Hi Leute, willkommen zurück zum nächsten Part. Ja, was war das für ein mieser Part zuletzt? Eigentlich wollten wir 6 Punkte machen gegen 2 schwächere Gegner. Schlussendlich ist dabei nur ein Punkt rausgekommen. Richtig große Enttäuschung. Das heißt, heute müssen wir liefern. Eigentlich sage ich das eh jeden Part, aber es ist halt so. Jetzt haben wir die Partie gegen die Hertha zu Hause, dann haben wir eine Länderspielpause und danach treffen wir, glaube ich, auf Gladbach, war's. Das heißt, ja, wird wieder mal alles andere als einfach. Gut, Lucas Silva ist ordentlich müde. Das heißt, wir werden Barbas spielen lassen, gemeinsam mit McKennie. Ich glaube, dass das ganz in Ordnung ist. Ist noch die Frage, Rafa Suarez sollten wir im Auge behalten. Was sagen Sie hier? Sollte eigentlich kein Thema sein, scheint dann nicht auf. Bailly ist anscheinend ein bisschen ein Risikofaktor, den wir mal rausnehmen. Wagnermann, jetzt muss ich kurz schauen, wie schaut es mit Wagnermann aus? Auch alles gut. Passt. Das heißt, wir werden ja Kehrer mitnehmen. Bailly kriegt eine komplette Pause. Dann haben wir links hinten, würde ich sagen, wenn wir wieder Rafa Suarez spielen lassen. Der rückt also wieder in die Mannschaft. Pereira, Marcial, Brandt, Werner. Klingt eigentlich eh nicht so schlecht. Ist die Frage, ob wir noch irgendwen mitnehmen sollen, aber ich glaube, das passt so, wie es jetzt im Moment ist. Also ich hoffe mal, dass jetzt alles gut geht. Brauchen halt auch das Quäntchen Glück und ja, bekommen sie mit einer sehr defensiven Hertha zu tun. 4-1-4-1 System. So, also ich habe ihnen den Ernst der Lage gesagt, eben, dass wir aus den internationalen Rängen fallen könnten. Ganz, glaube ich, ist das nicht der Fall, aber zumindest aus der Champions League. Also der Top 4. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Werner hat sich sehr gut präsentiert. Kam auch bei euch ganz gut an, was ich so mitbekommen habe durch seine Leistungen jetzt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ansonsten, ja. Wird es ja trotzdem reizen, noch weiter zu spielen, muss ich wirklich sagen. Aber ich werde die Zeit einfach nicht haben, wenn der neue FM dann heraus ist. Martial, netter Versuch. Aber ich werde euch den Spielstand natürlich auch zur Verfügung stellen und dann könnt ihr gerne mich auf dem Laufenden halten, was so aus der HSV-Karriere wurde, aus dem HSV. Vielleicht könnt ihr die noch dann zum Meistertitel bringen, das wäre auf jeden Fall richtig schön. So, also bisher leichte Chancen plus, dafür weniger Ballbesitz. Tut sich nicht viel. Wir spielen von hinten raus. Lenoir van Drongelen. Er treibt den Ball nach vorne. Pereira ist jetzt auch schon ein bisschen müde. So, McKennie. Mach was Gutes. Martial. Und Brandt mit. Brandt. Werner. Oh, keine schlechte Variante. Hat sich Rafa Suarez gut in die Offensive mit eingeschalten. Wir werden jetzt dann, glaube ich, beide Achter auf Support stellen. Ich glaube, die dürfen uns nicht so sehr hinten verstecken. Scott McTominay gerade mit dem Abschluss, unser Ex-Spieler. Also für die zweite Halbzeit darf auf jeden Fall mehr Risiko dabei sein. Brandt wieder mit dem guten Versuch. Also der heute noch unser gefährlichster Mann bisher. Und Mainz gegen Darmstadt geht schon ab. 2-2 zur Halbzeit. Bayern unentschieden. Und Werner mit Gelb. Seine erste.
So, die wahrscheinlich letzte Chance in der Partie. Ich befürchte, sie gehört Gladbach. Gut, eine Minute geht's noch. Der Pass war wichtig, schön öffnen, der Pass rechts raus. Öztunali, Wagnermann nicht bei Ox. Und der ist drin. Leno kann ihn abwehren, aber doch schlafen. Schläft dann auch ein Rafa Soares, glaube ich. Großartig. Also hier sehen wir mal, da sieht man, dass ein Martial auf Attack natürlich nicht viel nach hinten tut. Wagnermann steht nicht bei seinem Mann. Ja. Leno wehrt ihn eh schön zur Seite. Da schläft dann Rafa Soares, also beide Außenverteidiger. Also Wagnermann kann man es eher noch angreifen. 6,6, er hat sie auch, hat's auch gewertet bekommen. Es geht also schlecht weiter. Wo ist eure Leidenschaft, Jungs? So, wir gehen jetzt auf Offensiv. McKennie und Barbas auf Support. Defensivlinie ist eh schon höher. Personal werde ich jetzt aber noch nicht wechseln. Problem ist natürlich, mit der Formation kannst du sehr gut dicht machen. Und wenn sie jetzt die Führung auch noch auf ihrer Seite haben, wird das alles andere als einfach. Da attackiert niemand Bauer. Den brauchen wir jetzt. Ja, schade. Sehr gut von McKennie. Katic mit dem Pass in die Tiefe. Werner ist durch. Werner. Ja, umgeben von so vielen Leuten wird es halt schwierig mit dem Abschluss. Mache ich ihm keinen Vorwurf. Eine Kombination. Martial. Brand. Wieder Brand. Gibt zumindest die Ecke. Aus der wird nichts. Aber wir sind auf jeden Fall schon deutlich aktiver als in der ersten Halbzeit. Müssen dann halt auf die Konter aufpassen, so wie jetzt hier. Wieder ist es über rechts, über Öztunali geblockt. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Werner. Werner, flache Hereingabe, alle drin. Ja, Ball geht zwar genau auf Leno, aber ist sehr festgeschossen, kann er nur abklatschen. Nächste Chance. Irgendwie sind wir im Moment in so einer Abwärtsspirale drin, kommt mir vor. Suarez sieht da nicht gut aus gegen Öztunali. Setzt sich mit einer Körpertäuschung relativ einfach durch. So. Also. Wir müssen jetzt höher attackieren, werden auch die Abseitsfalle anmachen. Viel aggressiver, auch mehr in die Zweikämpfe gehen. Brandt hat eigentlich eine relativ schlechte Note. Ich finde den echt nicht so schlecht, wie er da dargestellt wird. Ich bringe, glaube ich, trotzdem Ødegaard. Auf dem engsten Raum ist der, glaube ich, ganz gut. Herrera stellen wir auf Attack. Die beiden sind eh auf Support. Rafa Soares, kompletter Flügelverteidiger. Ja, und dann machen wir weiter.
20 Minuten haben wir noch. Jetzt müssen wir schon das Schießen bei freier Bahn reinmachen. Das Tempo müssen wir leider auch erhöhen. Und nachdem Pereira auch so müde ist, bringen wir Kennedy auf rechts nach innen ziehend und im Ödegaard ins Zentrum. Und letzte Idee noch, Selke als Raumdeuter. Aber man hat hier nicht das Gefühl, dass da irgendwie noch was möglich ist. Unfassbar harmlos, ich bin richtig sauer. Drei sieglose Spiele jetzt schon in der Bundesliga. Morgen wird hart trainiert. Das heißt, keine Pause für die Jungs. Dafür ist eh Länderspielpause. Ja. Großartig. Wie haben wir unsere Konkurrenten gespielt? Leverkusen verloren. Leipzig mit einem X. Gladbach hat gewonnen. Bayern mit einem X. Also eigentlich wäre die Runde super gelaufen für uns. Eintracht hat halt auch gewonnen, aber ja, es ist eine Katastrophe. So, also ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir die beiden auf Support stellen, damit wir einfach vorne mehr Anspielstationen haben. Nicht ganz so Angsthasenfußball wie bisher. Ich stelle ihn jetzt einfach auf die Rolle, weil er sie einfach besser gewohnt ist. Und ja, in 14 Tagen treffen wir auf Gladbach. Ich weiß nicht, ob wir die Pause jetzt überspringen sollen. Ich glaube, es wird sich nicht wirklich viel tun. Also ich würde sagen, wir werden die überspringen. Muss mir nur noch kurz aufschreiben, wann ich den Cut mache. Ich habe irgendwie nur meine Taktiktafel daneben zum Schreiben. Na, da habe ich was. So. Rechnung, immer gut zum Beschriften. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Falsche Kamera. Falsch. Hi. Willkommen zurück. 9 Minuten habe ich übersprungen und wir sind in der Partie gegen Gladbach. Gab nicht viel zu berichten. Werner und Brandt waren erkältet. Eine Geschichte leider, Kennedy hat sich verletzt. Der wird 2 bis 3 Wochen ausfallen. Jetzt sind es nur noch 2. Wegen einem Muskelfaserriss, genau. Ja, natürlich sehr bitter. Aber wir sind es ja schon gewohnt. So. Eric Bailly ist müde von den Reisestrapazen. Das ist natürlich nach der Länderspielpause auch ein bisschen blöd. Deswegen werden wir auf Kartic setzen. Der ist aber auch so müde. Sagt die medizinische Abteilung. Ja, Kartic ist kritisch. Bei Bailly steht eigentlich nichts. Also werde ich jetzt einfach so wechseln. Kehrer haben wir notfalls auf der Bank. Ja, Lucas Silva wäre wieder da. Ich würde sagen, wir werden das so machen. Silva verteidigen und ich würde Babas Box-to-Box spielen lassen. Ich glaube, dass das ganz gut passt. Ja, und jetzt treffen wir also ausgerechnet auf Gladbach, die Tabellenzweiter sind, die eine richtig gute Saison spielen, die eigentlich da sind, wo ich eigentlich gerne mit euch gelandet wäre, direkt hinter den Bayern. Ja, Cipriano natürlich dort. Da bin ich gespannt. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir haben nichts zu verlieren. Die Medien haben vorhin auch schon berichtet, dass hier Gladbach in der Favoritenrolle ist. Also hilft eh alles nichts. Wir werden einfach schauen, dass wir so gut wie möglich abschneiden hier und heute.
Und ja, gegen einen direkten Konkurrenten möchte ich eigentlich trotzdem gewinnen, auch wenn es eben unrealistisch und schwierig wird. Bisher tut sich noch nichts. Jetzt mal die Chance, Pereira mit dem Freistoß. Ganz nett. Bei den Bayern steht schon 1-1. Oh, spielt aber ich nicht hier. Gut gemacht von Leno da. Kühlen Kopf bewahrt, Werner. Okay. Ah, schade, Pereira mit dem Versuch. Aus der Distanz. Cipriano, was ist das? Alter Schwede. Toller Pass auf Werner. Er muss aber abdrehen, Brand. Schwache Aktion. Ganz, ganz schwach. Und wir fressen den Konter und trommeln ihn zu langsam. Und da ist das Tor. Es ist wieder typisch. Wir haben rechts auf hinterlaufen, dementsprechend ist Wagnermann sehr, sehr hoch. Bailly fehlt da ein bisschen am Tempo. Kann ihn zwar blocken, aber Van Drongelin. Also ganz ehrlich, es hat jetzt nicht so ausgesehen, als wäre Van Drongelin da machtlos hinzukommen. 6:3, der Treffer gehört ihm. Es sind immer wieder individuelle Fehler und die werden leider im Moment bei uns in dieser Phase eiskalt bestraft. Das ist wirklich Wahnsinn. Nächste Partie im Rückstand. Da werden wir entlassen auch noch so kurz vorm Ende. Ah, ärgert mich schon wirklich sehr. Da schauen wir auch nur zu. Da schlafen wir wieder. Nehmen wir jetzt mal das Hinterlaufen raus, nachdem wir über die Außenverteidigung massiv schwimmen. Gladbach drückt weiter. Nein, gut, wir dürfen nicht vergessen, dass die ein absolutes Top-Team sind. Also es ist genauso zu erwarten, wie es gerade abläuft hier. Genauso war es zu erwarten. Aber auch da Pereira schläft wieder. Es ist ein Wunder, es könnte echt schon 3-4-0 stehen. 6,2 von Drongelin, da geht es sogar weiter bergab. Guter Freistoß von Pereira. Brand. Richtig gute Chance. Die Defensive. Ich würde gerne fünfmal wechseln wie in der Serie C in Italien. Ich erwarte von euch eine bessere zweite Halbzeit. So. McKennie für den schwachen und ängstlichen Barbas. Ich bringe Fabio für Rafa Soares. Dem fehlt es halt an der Spielpraxis, der ist jetzt noch keine große Hilfe, was man bisher so mitbekommt.
Martial auf Brand. Jetzt auch etwas höher und aggressiver attackieren lassen. Warten wir die Chance mal ab. Und dann werde ich aber, glaube ich, gleich mal einen zweiten Stürmer bringen. Gut, dann bleiben wir dabei mal so. Katastrophe eigentlich. Geht's mal auf ausgewogen. Wir werden wieder. Lass mal sie generell ein bisschen näher kommen. Und probieren wir es dann mit unserem schnellen Umschaltspiel. Also Werner mit dem unverdienten Ausgleich. Brandt mit dem starken Assist. Den er leider nicht gewertet kriegt, weil Werner zuvor zwei Versuche braucht. Eieiei. Alter, gut, das gibt Rot. Vielleicht ist das jetzt unsere Chance. Ein Mann mehr am Platz. Schauen wir mal, wie sie umstellen. Unnötig von Werner. Ah, geduldig spielen wollte ich noch reintun. Ergibt jetzt natürlich auch Sinn. Jetzt, wo wir den Mann mehr am Platz haben. Pass zurück, der war riskant. Werner kann ruhig attackieren, tut er aber nicht. So. Martial mit dem Versuch, aber ist da schon im Abseits. Nächste Gelbe. Stark von Lucas Silva. Immer einer dazwischen. Fabio. Ja, der ist halt nicht der Offensivstärkste. Paul war das keines in meinen Augen. Videoschiedsrichter, ja, sagt auch kein Elfmeter. So, jetzt müssen wir es eigentlich versuchen. Wir haben einen Mann mehr am Platz, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr Mut. Ich bringe jetzt Selke für Pereira. Pressender Stürmer auf Attack noch zusätzlich drin. Ja. Ich glaube, das passt sonst. Und dann hoffen wir einfach jetzt noch auf dieses nötige Quäntchen Glück, das wir jetzt noch brauchen werden. So riesig wie jetzt, dass wir in Gladbach was mitnehmen, ist die Chance. Also viel größer kann die Chance gar nicht sein jetzt. Klärt gut. Jetzt nur nicht spielen. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt schauen, dass wir das Tempo erhöhen. Spiel schnell fortsetzen. Geduldig spielen werden wir jetzt auch rausnehmen wieder. Ach, Leno. So viel Risiko hier. Ganz unnötig. Wie sie sich hinten herumspielen. Ach je. Werner. 2-1.
Bleiben auf kontrolliert. Geduldig spielen können wir drin lassen. Wir werden das Vertikale rausnehmen. Nach Ballverlust werden wir uns neu formieren. Nach Ballgewinn Konterpass trotzdem Spiel verzögern. Jetzt schauen wir einfach, Zeitspiel auch, dass wir den Ball einfach in unseren Reihen halten und kontrolliert nach vorne spielen. Haben wir heute einmal das Glück auf unserer Seite? Ich hoffe es. McKennie mit dem Versuch, der geblockt wird. Und dann Werner. Mit einem Doppelpack heute. Und aufpassen. Gib die Ecke. Was ich da jetzt noch machen werde, ist, ich stelle ihn auf Ball erobern und verteidigen und Lucas Silva auf verteidigen. Ecke wird scheinbar nichts, 4 Minuten gibt's noch. Leno wieder riskant. Aber Lucas Silva hat die Routine. Sommer geht da auf Nummer sicher. Tolle Übersicht von Fabio Wagnermann. Wieder beide Außenverteidiger extrem offensiv. Tolles Tackling, aber es gibt nochmal die Ecke. Und die war gefährlich, Leno hat ihn. Was ich jetzt nur schauen möchte, ist, ich werde beide Außenverteidiger auf Support stellen, auf Verteidigen stellen. Ich möchte nämlich echt nicht riskieren, dass die da jetzt ständig sich mit nach vorne einschalten und wir dann den Konter kriegen. Selke auf Brandt, Brandt, das war's. Davy Selke mit dem Assist, Julian Brandt mit dem dritten Saisontor und damit die Entscheidung auswärts in Gladbach und endlich haben wir das Glück da auch mal auf unserer Seite mit einer roten Karte und ja, ich erinnere nur an unseren Journeyman Potenza Calcio, Playoffs gegen Siena, 4. Minute rote Karte für uns. Jetzt ist es halt mal umgekehrt, dass wir in so einer wichtigen Partie das Glück auf unserer Seite haben. Gleicht sich alles aus im Fußball. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Yes. Also natürlich Glück, aber ich bin trotzdem extrem froh, wie ihr heute zurückgekommen seid, war ausgezeichnet. Ja. Wie gesagt, rote Karte hin oder her. Ich bin trotzdem extrem froh und erleichtert, dass wir in so einer wichtigen Partie die 3 Punkte holen. Das heißt natürlich auch, wenn jetzt die Bayern gewonnen haben, dass das für Gladbach eine sehr blöde Situation jetzt war. 7 Punkte sind Unterschied. Wir sind schon 19 Punkte hinter den Bayern. Leverkusen hat gewonnen. Leipzig hat gewonnen. Wen haben wir da noch? Die Eintracht hat gewonnen. Ja, das heißt, bis auf Gladbach haben alle gewonnen. Dementsprechend ist sie natürlich doppelt und dreifach bitter. Schiedsrichter hat richtig entschieden, würde ich auch sagen. Also Van Drongelen redet positiv über meine Halbzeitansprache. Ist natürlich auch schön. Gut. Hat gut getan, auch wenn es natürlich von der Leistung her nicht überzeugend war. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Ich hoffe, ihr auch. Nächster Part dann das Duell gegen Schalke. Das Saisonfinale steht jetzt wirklich schon vor der Tür. Bin schon sehr gespannt, wie es weiterläuft. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann. Bis bald. Ciao.